Ja, und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, Leo und ich versuchen es wieder einmal mit dem Videodrehen, während er rennt. Das Gute ist, er ist schon etwas ruhiger geworden und langsam merkt man es. Aber er merkt halt lieber, wenn man ihm dabei zuguckt und seine komplett die Aufmerksamkeit bei ihm ist. Deswegen entschuldige ich, dass ich gelegentlich nicht zu euch gucke, sondern zu dem kleinen Mann. Aber den kann man auch einfach nur angucken, der ist einfach bezaubernd. Gut, heute ist Mittwoch und heute kommt der erste Teil meines Video-Doppelteilers zum Thema Essen und wie es auch gern genannt wird bei uns in der Familie, die Odyssee meiner Eltern. Gut, ich fange jetzt mal beim allerersten Essen an, das ich je gegessen habe und arbeite mich dann vor. Und auf jeden Fall, als ich ganz klein war, so, ihr wisst schon, ein paar Stunden alt habe ich Muttermilch bekommen. Und weil ich ein echt gutes Immunsystem habe, vermutet meine Mom und auch mein Dad und ja, eigentlich alle, dass ich sehr lange gestillt worden bin. Vor allem auch, weil ich eben sehr lange mit meiner biologischen Mutter zusammen war und es anders wahrscheinlich nicht gegangen wäre auf der Straße von São Paulo. Ja. Dann mein nächstes Essen war im Kinderheim, habe ich dann meistens Reis, Kaffee und Bohnen bekommen. So, und jetzt kommen wir zum kleinen Funny Fact über Elena, nämlich folgendes: Wenn Elena auch nur ein bisschen Bohnen in ihrer Nähe. Nicht runterfliegen. Entschuldigt. Mein Kleiner versucht rauszufinden, was meine Aufmerksamkeit so erregt und ist total neidisch gerade auf die Kamera. Jetzt wollte er gerade hochklettern und aber der Stuhl war ein bisschen zu glatt. Jetzt schmollt Ja, also auf jeden Fall, der Funny Fact über mich ist nicht das mit dem Leo, sondern man kann mich mit Bohnen jagen. Ich hasse Bohnen. Wirklich. Ich esse viele Dinge. Na gut, eigentlich nicht so viel, aber das kommt dann noch. Aber eins esse ich nie und das ist Bohnen. Ich kann Bohnen nicht mehr ab. Ich kann die nicht. Ich kann sie sehen, ich kann sie riechen, aber ich würde sie nicht essen. Das ist für mich moderne Folter. Vor allem die weißen Bohnen. Die roten, die lilanen, die esse ich manchmal, ne? Ja, lila, grüne. Aber halt die weißen, die kann ich nicht abhaben. Ja, dann kamen meine Eltern und vor allem mein Vater. Der hat mir dann als nächstes Lebensmittel Danone-Pudding hergebracht. Man sieht, die ersten 2,5 Jahre plus noch ein paar Monate waren auf jeden Fall ernährungstechnisch eine Katastrophe. Das einzig Gute war die Brust von Mutter. Und danach gab es erst wieder gutes Futter von Vater. Entschuldigt. Ja. Und dann, als mein Vater, also das Ding war, ich habe den wahrscheinlich hätte ich den nie gegessen, wenn mein Vater nicht so ein Geschiss mit mir darum gemacht hat. Nämlich, ich bin auf einer, ihr kennt das doch, diese Leitern, diese Trittleitern, die man so hat zum Decken bemalen und sowas. Und auf so einer bin ich immer drauf gestanden und mein Vater musste mir den Pudding füttern. Also ich war schon damals eine Neurotikerin ein wenig und ja. Ja, dann, als ich dann angekommen bin aus São Paulo, zum Thema schlimm. Also ich habe keine Angst vor Transsilvanien oder sonst was, aber vor diesem kleinen Städtchen fürchte ich mich, da will ich nie wieder hin. Ja, aber auf jeden Fall, als ich dann von dort aus wieder heim, für mich jetzt heimgekommen bin, war das nächste Essen, was ich gegessen habe, Schnee. Da gibt es eine ganz niedliche Geschichte. Ich weiß, das passt jetzt nicht, aber als ich dann angekommen bin, habe ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt Schnee gesehen. Da habe ich mit meinem kleinen Finger in den Schnee reingedorscht und so gemeint, was ist das? Ja, und da hat mein Vater Schnee gesagt, dann habe ich ihm geantwortet, ein Schnee. Daraus ist dann irgendwann eine Tradition geworden, dass ich immer, wenn der erste Schnee liegt, egal wie kalt es ist, nach draußen renne, meinen Finger in den Schnee staubsch und mal sage, ein Schnee. Ja, dann das nächste Essen, was ich gegessen habe, war. Du bist da besser informiert. Drama.
Drama. Dann begann das Drama meiner Mutter. weil ich habe dann, als ich klein war, habe ich meistens nichts anderes gegessen. Und das ist wirklich kein Witz. Ich habe mich, glaube ich, bis ich, wie alt? Fünf, sechs Jahre alt war, habe ich eigentlich ausschließlich jeden Tag zum Mittag, zum Abend, zum Frühstück, egal wann, wo gefrühstückt habe ich noch nie so wirklich viel, folgendes gegessen. Spaghetti mit einem Ei drüber, Ketchup, kein Käse zu dem Zeitpunkt, das hat sich dann noch später dazu. Dafür Leona-Wurst und Knoblauch. Ich habe Unmengen Knoblauch gegessen. Ich im Nachhinein betrachtet, hey, ich weiß, was du willst. Entschuldigt. im Nachhinein betrachtet muss ich meine Eltern, da muss ich gestunken haben wie Bockmist. Ja, und das habe ich dann wirklich Ewigkeiten gegessen. Und meine Mutter, ich habe sie damit fast in Wahnsinn getrieben. Und zwar hat sie sich immer gedacht, es war wirklich ein voller Kühlschrank, es war alles drin. Ich hatte die Auswahl gefühlt von 0 auf 10.000, von ich habe nichts zum Essen und auf ich habe die freie Wahl, was ich will. Und das Einzige, was ich wollte, war diese Nudelmischung. Oh, das schmollt einfach. und ja, dann war es auf jeden Fall so, dass ich das dann jeden Tag gegessen habe und meine Mutter ist dann irgendwann zu meinem Kinderarzt gewesen. An dieser Stelle, falls das jemals dieses Video sieht. Ich bin Ihnen froh für diesen Tipp. Ja. Und dann hat sie auf jeden Fall, hat der zu meiner Mutter auf jeden Fall gesagt, es ist egal, was ich essen will. Solange es kein Süßkram ist, ist es das, was der Körper braucht. Und gleich wird es plopp machen. Ich habe einen kleinen Vandalisten da. Und auf jeden Fall ist es so, daran halte ich mich noch heute. Immer wenn ich irgendwie, ich habe ein unglaubliches Gespür, was ich brauche, weswegen ich bis auf Eisenmangel und Jod, was an der Gegend liegt, wir haben eine jodarme Gegend, und Folsäure, halt das, was man meistens mit Fleisch bekommt, habe ich eigentlich keine Mangelerscheinungen. Weil ich immer das esse, was ich brauche. Ja. Nein, ich denke, an dieser Stelle mache ich mit dem ersten Teil Schluss, weil jetzt muss ich meinen kleinen Hasen in seinen Stall tun. Erziehung ist wichtig. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag. Wir sehen uns dann wieder am Freitag mit dem zweiten Teil dieses Videos. Jetzt wartet. Ihr könnt mir gerne schreiben, was bei euch so die Sachen waren, die ihr als Kind total gern gegessen habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder auf Facebook oder Twitter oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.